Hallo, meine lieben Kreativlinge. Ja, herzlich willkommen zum Kooperationsbastelvideo. Ich dürfte ja wieder eine Kooperation mit Globaland machen, was mich unglaublich freut, weil das für mich einfach eine Riesenehre ist. Ja, alles, was ich mir aus dieser Kooperation rausgesucht habe, werde ich in der Infobox verlinken. Zuallererst habe ich mir zur Brust genommen. Das ist das hier mit dieser Nummer. Das ist, ich guck mal, ob ich das Bild gerade parat habe. Muss ich nur noch finden. Genau. Das ist das hier. Dieser Milchkarton-Box mit Schubladen. Fand ich ganz interessant und Boxen sind ja sowieso immer cool, weil Boxen kann man immer gebrauchen. Ihr seht, ich habe eigentlich nichts weiter vorbereitet. Ein bisschen habe ich schon mal rumgetüftet. Ja, diesmal kein Prototyp. Ich wollte mir Zeit sparen. Aber gut, hätte ich es vielleicht gemacht. Okay. Also, ihr habt gesehen, es gibt zwei verschiedene Varianten. Das Kabel ist einfach zu kurz. Es gibt zwei verschiedene Varianten. Einmal hier, ja, so typischer Milchkarton. Was heißt typischer Milchkarton? Früher waren die Milchkartons ja so ähnlich. Und einmal hier mit so einem Aufbau. Genau. Dafür sind auch jeweils die Standschablonen drin, also quasi zwei verschiedene Sets. Ich will euch nicht irre machen. Die haben ja alle so Nummern hier oben, also so ganz kleine Nipsis dran mit Nummern. Für diesen Aufbau braucht man die Nummer 8 und die Nummer 9. Ich glaube Nummer 9. Aber ich habe das nicht gemacht. Wie gesagt, das ist der Aufbau. Ich habe das mit dem anderen gemacht. Wobei der Aufbau vielleicht einfacher gewesen wäre. Aber gut. Ja. Das sind die Schubladen. Die braucht ihr viermal. Die habe ich schon ausgestanzt und dreimal vorbereitet. So schauen sie aus. Was ich cool finde, dass es quasi doppellagig ist. Dass dann innen drin nochmal eine Stabilität ist. Groß sind die auch nicht, aber süß. Ich finde die zuckersüß. Die sind 5,5 mal 7 cm. Leider passt keine ETC. Aber egal. Was ich gemacht habe, ist, das ist das, was ja nach innen kommt, dass ich links und rechts, dass ich halt einfach nichts ja, in die Quere kommt, dass ich da so ein kleines bisschen abschneide. So eine Art Klebelaschen. Einfach wirklich, dass halt beim Kleben sich nichts in die Quere kommt, dass man keinen Knick drin hat. Danke. Ja. Nur so ein schmales Teilchen einfach weg. Und ich muss sagen, ich habe ja schon einige Boxen von Globaland testen dürfen. Oh. Manchmal hatte ich Glück, manchmal hatte ich etwas weniger Glück und die wie heißen sie wieder, die Falzkanten, die Falzlinien waren dann Schnittkanten, weil es zwar eigentlich, weil es dann halt statt Falzkanten, Schnittkanten, weil das, was dann halt geprägt werden soll, war halt zu weit nach außen quasi produziert. Und ein paar dann halt geschnitten statt geprägt. So. Ich biege mal den Außenteil nach außen. Und dann tue ich mal leichter mit dem Kleben. Jetzt klebe ich erstmal so zusammen. Das war übrigens die Nummer. Wie gesagt, da sind ja kleine Nummern drauf. Die 1. Braucht ihr eben für beide Boxen jeweils viermal. Wir machen aber nur die eine. Weil ich wollte eigentlich Zeit sparen. Oh. So, dann mache ich zuerst, oh, bist du da abgegangen? Dann mache ich zuerst die kleinen.
dauert jetzt ein wenig, bis der Kleber anzieht. Logisch, das ist Flüssigkleber. Aber jetzt kommt sich halt da nichts in die Quere. Das mache ich halt wirklich nur als reine Vorsichtsmaßnahme. Ich weiß nicht, ob das wirklich passend würde. Wahrscheinlich schon. Weil die passen auch ganz genau. Aber wenn mir eine Box passt, dann machen wir das ja auch. Dann schneiden wir ja auch so Klebelaschen weg. Jetzt halt wirklich einen Moment, bis das alles angezogen ist. Aber die anderen vier Schubladen habe ich ja schon fertig. So, schön festdrücken, damit nichts mehr aufgeht. So, viermal. Dann bin ich mir noch unsicher. Ich habe das jetzt zweimal ausgestanzt. Das müsste der Rücken hinten sein. Also quasi so. Das wäre die Nummer 5. Bin ich eigentlich zu bald dran, aber egal. Habe ich jetzt, wie gesagt, einmal ausgestanzt. Ich gucke gerade. Dann für diesen Milchkarton habe ich zwei Seitenteile. Das wäre die Nummer. Ist das das oder ist das das andere? Doch. So rum. Ja, etwas Gewusel hier. Da, das sind die Seitenteile. Das wäre die Nummer 4. Also 4 und 5. Genau. Und die klebe ich jetzt dann aneinander. Aber erstmal tue ich hier falzen. Seite. Ich finde es manchmal echt verwirrend mit ihren Produktbildern, bin ich ehrlich. Aber ich tüftel gern. Ich tüftel wahnsinnig gern. Aber manchmal ist es dann doch schon, oh, wenn man nicht weiterkommt. So. Dann. Mir fehlt aber eins. Irgendwie ist mir eins abhanden gekommen. Irgendwie fehlt mir ein Boden. Na gut, dann muss ich es nochmal ausstanzen. Das wäre im Übrigen die Nummer 7. Da haben wir noch ein Restestück. So, wie gesagt, ich habe jetzt einmal bis auf die anderen den Aufbau quasi ausgestanzt. Also ich habe nirgends was gefunden, was ja, dass die Falzlinien eben Schnittkanten sind. Ich überlege nur gerade. Aber dann kann eigentlich rein theoretisch eine Klebelasche weg. Beziehungsweise einmal links und einmal rechts. Kann einmal komplett weg. Das braucht ihr eben viermal.
auch für den Abstand zwischen den Schubladen. Deswegen ist das jetzt nicht tragisch, wenn ich da mal schneiden muss. Weil ich eben ja für das Innere trotzdem Klebelaschen brauche. So Klebelaschen kann man ja ratzifatzi wegschnibbeln. So. Okay. Dann habe ich zweimal die Nummer 10 hier ausgestanzt. Das ist das an der Seite. Das eine faltet sich nach oben und das andere faltet sich nach unten. Wobei ich eigentlich gerade überlege, weil ich ja hier schon Falzlinien habe, die hier oben einfach wegzuschneiden. Oder die. Ich überlege gerade. Also es sind eigentlich rein theoretisch zu viele Falzlinien. Wobei ich wirklich auch sagen könnte, naja, ist doof. Dann überlappen sie sich. Ich schneide einfach die hier oben weg. Ich schneide einfach komplett die hier oben alle weg. Weil bei dem anderen habe ich auch Klebelaschen. Nicht Falzlinien. Klebelaschen. Deswegen kann ich die hier immer komplett wegschnibbeln. Ihr werdet sehen, ob das Video online kommt oder nicht. Ich habe halt diesmal absolut keinen Prototypen vorgemacht. Weil ich eigentlich eben Zeit sparen wollte. Aber ob ich jetzt dann Zeit gespart habe, das weiß ich noch nicht. Das habe ich noch nicht gefalzt. Eigentlich wollte ich um eins auf die Arbeit, aber jetzt ist 12:15 durch und ich muss noch kochen. Aber gut, es ist ja nicht so, dass ich pünktlich auf der Arbeit sein muss, sondern ich kann ja wegen variieren. So, jetzt tun wir mal das da unten falzen. Ich hätte natürlich alles falzen können, aber wie gesagt, ich habe keinen Prototypen gemacht. Ich weiß nicht, wo Schnittkanten sind, wo was weg kann. Da muss ich mal wegen noch fester drücken, weil da überlappen sich die Falzkanten. So, das wäre das. Okay. Dann habe ich das Teil zweimal ausgestanzt. Das ist die Nummer 11. Die müsste eigentlich, wenn mir nicht alles täuscht, hier reinkommen. Was mich eben irritiert, sind diese Klebelaschen. Weil wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich das dann quasi so kleben. Und dann wären diese Klebelaschen auch im Weg. Deswegen schneide ich die auch einfach mal komplett ab. Wenn nicht, muss ich halt nochmal ausstanzen. Aber notfalls habe ich ja noch mein Teil da. Jetzt klebe ich das erstmal da so rein. Schon, dass ich schön auf der Falzlinie bin, alles gerade ist. Ich denke mal, das Einkleben von den Abstandshaltern, das wird etwas tricky, kann ich mir vorstellen. So. Jetzt habe ich dann auch keine Klebelaschen, die dann sich da in die Quere kommen. Guck nur gerade. Okay. Also so schaut das Teil aus. Da sind ganz leichte Prägelinien drauf. Die falze ich tatsächlich mal nach. Einfach eben um, dass sich es leichter falzen lässt.
aber gut, das lässt sich ja, wie gesagt, das ist nicht schlimm, finde ich jetzt absolut nicht schlimm. Auch hier schneide ich ja mal die Klebelaschen weg. Das finde ich jetzt absolut nicht tragisch, weil lieber kann ich nochmal was nachfalzen, noch was nacharbeiten, wie, ja, ne? Wenn, das ist wie wenn ich es weggeschnitten habe. Wenn ich es weggeschnitten habe, kriege ich es nie wieder hin. Und aber lieber schneide ich zweimal nach, als ihr wisst. So. Bin nur am Überlegen. Gut, das kann ich zum Schluss reinsetzen. Schauen wir mal, dass wir die Boxer mal zusammenkriegen. Ich habe sogar ein Teil zu viel ausgestanzt. Man könnte das, das außenrum gleich mit Designerpapier machen. Aber ich habe mich entschieden, dass ich das so mache und dann Designerpapier draufkleben werde. Es ist auch nochmal ein Teil dabei für Designerpapier. Nee, doch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Die Schubladen passen ja auch so rein, ja. Also ich weiß tatsächlich, es könnte aber sein, dass es für das andere ist. So, jetzt klebe ich das hier zusammen. Dann kriegt das langsam mal eine Form. Ach nee, genau, das war für die Rückseite. Das war für die Rückseite. Aber das schneide ich eben selber zu. So, schon, dass ich genau aufeinander bin. Oh, das hätte ich nicht am. Na doch, das ist ja die Klebelasche hier drin. So. Drücken. Okay. So. Das wäre Box Nummer 1. Dann kommen jetzt die Abstandshalter rein. So, das wird etwas tricky. Die sind wahrscheinlich sehr, sehr knapp berechnet. Da ich aber nicht lange rumfummeln möchte, klebe ich das jetzt einfach mal ein. Ich denke mir, dass Füllabstand nach oben hin sein wird. Deswegen werde ich das so bündig wie möglich einfach reinkleben. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr süß aus, finde ich. Ob man es braucht? Nein. Wie gesagt, ich probiere gerne neue Sachen aus. So, und das wäre jetzt dann quasi der letzte. Na, irgendwo hängst du. So, und da hängst du auch noch. So.
hinten auch noch runterdrücken immer, weil sonst wären sie schief. Und das wäre Schublade Nummer 4. Und dann würde rein theoretisch das da reinkommen. Ja. Dann müsste ich aber auch wieder hier oben das einmal abschneiden. Und dann da reinkleben. Jetzt nehmen wir mal die Schubladen raus. Man hätte sogar noch ein bisschen Luft. Aber sie lassen sich relativ schön rausziehen. Also ich denke, wenn man weiß, wie viele Teile und wo das alles hingehört und so, ist es gar nicht so kompliziert. Aber bis man mal eben weiß, wo was hinkommt, verrutscht. So. Dann ist für die Dingenskirchen hier, für die Schubladen, für die Blende vorne noch einmal Ding zum Ausstanzen drin. Für Designpapier. Ich suche mir jetzt mal Designpapier aus. Zuerst hatte ich überlegt, das hier, aber da bin ich mir auch noch nicht. Ne, ich nehme rosa. Ich nehme rosa. Jetzt tue ich erstmal hier meine Teile zurechtschneiden. Das hat die Maße 5 mal 7,5. Das brauche ich zweimal. Kann ich eigentlich so schneiden. 7,5. Mal 5. Mache ich andere Seite. Weil wenn ich Glück habe, könnte das sogar noch. Dann hätte ich das so eine durchgehende Linie. Boah, perfekt. Perfekt. Wie viel sind denn das? 6,5. Na, ihr versteht schon. Jetzt muss ich nur wieder gucken, wie ich das gemacht hatte. Wo ich da geschnitten hatte. Da, weil dann habe ich so durchgehend. Würde jetzt zwar nicht unbedingt auffallen, aber ist doch cool. Dann passt es auf jeden Fall. Ach ja, und? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Noch irgendwo so ein kleines Teil, genau. Das ist die Nummer, das ist die 2. Die könnte man jetzt hier hin machen als Tasche. Möchte ich nicht. Finde ich irgendwie doof. Persönlich. Kann man aber hinmachen. Weil sie ist auch nicht sehr groß. Aber gut. Die Rückseite, da bräuchte ich jetzt eigentlich nichts hinmachen, aber ich mache wie gesagt einfach mal hin. Erstens ist es stabilitätstechnisch schon mal ein Ticken besser. Zweitens sieht es dann doch etwas schöner aus. So. Das würde nicht mehr reichen, nein. Das hat die Maße 5 mal 4. Mal
5. Zweimal. Man könnte jetzt dann hier auch noch ausrechnen oder beziehungsweise nochmal ausstanzen. Könnte das Ganze dann noch einmal ein bisschen kleiner schneiden, dann hätte man eine Schablone, eine Vorlage, könnte das auf Designerpapier übertragen und könnte das dann ausschneiden. Aber ich lasse es so. Ich lasse das so. So, mal vorne wird ja auch noch dekoriert. Jetzt stanze ich hier viermal das Teil aus. Und wir ja vier Schubladenfronten haben. Die quietscht. Eins. Zwei. Kriege ich auch keinen zweimal raus. Naja, kann ich jetzt nicht ändern, aber dann nehme ich wenigstens etwas mit Muster, wenn ich schon aussuchen kann. Eigentlich wollte ich ein komplett anderes Design machen. Ich wollte eher so einen auf Blätter und Dschungel machen, aber ich habe tatsächlich meine Stempel nicht gefunden. Ich weiß, dass ich sie habe. Ich weiß es. Ich weiß es zu 100%, aber ich finde sie nicht. Sie sind bestimmt irgendwo in der anderen Kiste, wo ich sie nicht erwarten würde. Ich habe die Stempel so ein bisschen kategorisiert, also so nach Herstellerbereich. So. Sehr schön. Ich hatte schon Bammel, bin ich ehrlich, ich hatte schon Bammel, dass wenn der Aufleger drauf ist, dass dann noch zu viel Weiß raussieht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber es passt. Es passt perfekt. Nicht zu viel Weiß. Man hat schöne Fläche vom Designerpapier. Sehr schön. Wenn ich dann immer so viel weißen Rand habe, das mag ich nicht. Ja, ne, irgendwo schon schön, aber nur in gewissen Grenzen. Weil wenn ich dann so einen dicken weißen Rand habe, ihr versteht schon, das mag ich so gar nicht. Ne, das ist okay. Aber ja, ich hatte echt Bammel, aber es passt perfekt. Genial. So, dann stecken wir mal unsere Schubladen rein. Ja, sehr süß, sehr putzig und selbst ich komme mit meinen Fingernägeln da wunderbar rein. Sehr, sehr putzig. Und ja, ein paar Stempel dürfen nicht fehlen, ein paar Stempelabdrücke. Wie gesagt, ich hatte eigentlich anderes Design vor, die sind auch von Globaland. Die habe ich aktuell nicht gefunden. Ich glaube, entweder sind die aus dem Sortiment oder aktuell ausverkauft. Aber das, so würden die aussehen. Ja, ich glaube, das war bei meiner allerersten Bestellung mit dabei. Ja. Aber ich fand die putzig. Und
fand die auch passend dazu, zu dem rosa Papier hier. Hinten werde ich nichts drauf machen. Ich werde einfach wirklich nur an den Seiten was drauf machen. Als ob ich gesaubert. Aber wir haben es geschafft. Meine Lieben, wir haben es geschafft. Oh, das fände ich jetzt echt. Ich hätte schlimmer erwartet, das Video. Aber ich finde die echt süß. Ich finde die echt knuffig. Wie gesagt, jetzt ist nicht sehr groß. Der Turm an sich, also insgesamt ist der Turm 11 cm groß. Und mit den Schubladen 8 cm. Aber ich finde es putzig. Ich finde es echt putzig. Und es passt halt trotzdem zusammen. Ne? Also es ist nicht irgendwie so, dass... Klar, es ist handmade. Aber ich finde es putzig. Ich finde ihn echt knuffig. Für so ein kleines Goodie oder so zwischendurch. Ja. Meine lieben Kreativlinge, ich sag danke, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit. Bleibt gesund und bye bye.